willkommen zu einer neuen Ausgabe von Towers Family. Heute mit unseren beiden FSJ Allstars, Nina und Alex. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Als allererstes, um euch auch einmal der Crew hier der Gemeinde sozusagen vorzustellen, würde ich gerne wissen, wer ihr seid, wie alt ihr seid und was ihr vor eurem FSJ gemacht habt und warum ihr eigentlich jetzt bei uns seid. Nina, startet doch mal. Ja, also ich bin Nina, ich bin 20 Jahre alt und vor meinem FSJ habe ich ein Jahr in London gelebt als Au-pair und davor habe ich mein Abitur gemacht 2017 und ja, zu den Towers bin ich gegangen, weil ich noch gern was mit Basketball machen wollte vor dem Studium und auch noch nicht genau wusste, was ich studieren wollte und ich spiele halt auch selbst Basketball und war auch vorher schon Trainerin, deswegen fand ich das sehr interessant, in einem Profi-Basketballverein dann ein FSJ zu machen. Alex. Ja, ich bin Alex, ich bin 18 Jahre alt, ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht, bin also praktisch direkt hier nach dem Abi hergezogen nach Hamburg, bin eher zufällig auf die Towers gekommen über die Kanäle von Social Media. Du immer sehr gut fandest schon? Genau, habe mich dann auch direkt beworben und dann hat es geklappt und jetzt mache ich hier mein FSJ. Ihr habt ja bestimmte Aufgaben, nicht nur was den Profibetrieb hier angeht, sondern auch Vereinsgeschichten. Erklärt doch mal, wofür ihr zuständig seid. Ich glaube, du bist eher für Vereinsgeschichten zuständig, oder? Ja, genau. Ich mache viel mit der Mitgliederverwaltung, heißt, dass ich Kündigungen bearbeite und Mitgliedsanträge und auch bei den Einzügen helfe, also von den Mitgliedsbeiträgen. Und ansonsten mache ich auch Schul-AGs und helfe beim Training von der weiblichen U12. Und bin auch immer bei den NBBL und JBBL-Spielen da und helfe da so ein bisschen bei der Organisation und so, genau. Und Alex, du bist eher so auch fürs Ticketing mit Melissa zusammen zuständig. Was musst du denn da sonst noch alles so machen? Genau, also neben dem Ticketing mache ich noch AGs, heißt ich gehe in Schulen, betreue Kinder dort, vermittle so ein bisschen Basketball und ich trainiere auch die weibliche U16. Mache mit denen auch Spielbetrieb, heißt wir haben immer am Wochenende Spiele und dann auch so Minicamps und so weiter, das machen wir beide auch sehr gerne. Bei den Camps sind wir auch mal dabei und natürlich die Grundschulliga, die jetzt auch wieder anfängt. Und was sind eure Aufgaben an Spieltagen? Ihr seid ja auch immer mit dabei und lauft hier behind the scenes sozusagen rum, was die Fans gar nicht so richtig mitbekommen. Was macht ihr denn am Spieltag? Alex, diesmal startest du. Ich bin immer in der Abendkasse, ich verwalte sozusagen das Ticketing so ein bisschen, Koordination, VIP-Bereich. Der VIP-Eingang ist ja immer sehr wichtig für uns, dass die VIP-Gäste auch ordentlich reinkommen, wissen, wo sie sitzen. Hinterlegte Karten haben wir auch. Wenn bestimmte Leute Karten sich hinterlegt haben, dann gebe ich die mal aus. Und an der Abendkasse natürlich, wenn wir nicht ausverkauft sind, verkaufen wir auch noch Tickets. Was ja zum Glück gar nicht so häufig ist, dank euch auch. Nina, was sind deine Aufgaben an Spieltagen? Ja, also ich helfe immer beim Kampfgericht, also beim Aufbau des Kampfgerichtes und bin zum Beispiel auch oft oben im Umlauf bei einer Wurfmaschine, wo dann die Kinder die Zuschauer werfen können und ja. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Topic. Wohlfühlen. Ihr fühlt euch ja auch sehr wohl hier. Was war denn euer schönster Towers-Moment hier bisher in den letzten 6 Monaten jetzt? Ja, also mein schönster Towers-Moment war es bis jetzt, beim Supercup-Spiel dabei zu sein. Da waren wir nämlich mit den Kindern vom Mini-Festival, was Martin, unser Mini-Koordinator, organisiert hat. Und dann haben wir uns da das Spiel angesehen und da war eine super Stimmung und es hat super viel Spaß gemacht. Und ja. Wie viele Kinder waren wohl dabei? Ich glaube ein bisschen über 100, 120 ungefähr. Es war auf jeden Fall sehr laut an dem Tag in der Halle. Alex, dein schönster Towers-Moment? Ehrlich gesagt das erste Heimspiel. Ich habe ja dann seit dem ersten Heimspiel schon an der Abendkasse gearbeitet und dann sozusagen zu erleben, was an so einem Spieltag von so einem großen Verein passiert, hinter den Kulissen, war schon sehr spannend, weil ich bisher natürlich immer nur als Gast da war und jetzt hat man sozusagen nochmal erlebt, was alles überhaupt erst eingerichtet werden muss, was vorbereitet werden muss und es war sehr interessant auf jeden Fall. Schön, dann hoffen wir, dass ihr noch ganz viele weitere schöne Towers-Momente habt bei uns. Wichtig ist jetzt, bevor wir noch Rapid Fire spielen, natürlich, wie wir das auch immer mit unseren Profis bei Inside the Team machen, nach einem halben Jahr eures FSJs, wie ist eure Bilanz? Würdet ihr das FSJ weiterempfehlen?
Ja, also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man halt sehr viele interessante Aufgaben auch hat und nicht immer nur das Gleiche macht. Und es bringt auch alles sehr viel Spaß. Also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Alex? Ich auch auf jeden Fall. Das ist natürlich, auch wenn man nicht nur im Basketball ist, also auch wenn man andere Sportarten macht, ist es sehr interessant für uns oder für generell für FSJler hier sozusagen einen Einblick zu bekommen, weil man auch im Unternehmen sehr viel arbeitet. Also wir sind nicht nur auf dem Basketballfeld, sondern auch im Büro mit sehr vielen Aufgaben. Ja, müssen wir machen auf jeden Fall. Macht auch sehr viel Spaß. Man wird auch sehr gut angeleitet. Also man muss nie irgendwie was ganz alleine machen und hat keinen Plan mehr. Bisher wurde uns immer geholfen und wir haben auch alles ganz gut geschafft, glaube ich. Ja, und ihr habt vor allen Dingen ja auch ganz tolle Kollegen, ne? Das könnte man natürlich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Okay, Leute, dann machen wir jetzt unsere Runde Rapid Fire, die übrigens auch unsere Schülerpraktikantin Estelle mit vorbereitet hat. Als allererstes, ihr wisst, wie Rapid Fire funktioniert? Gut. Be quick. Okay? Ihr müsst gar nicht so schnell. Also, Lieblingsbasketballspieler? LeBron James. Lieblingsbasketballspieler? Dirk Nowitzki. Oh. Alex gewinnt. was war das schlimmste Geburtstagsgeschenk, was ihr jemals bekommen habt und von wem? Ein Buch. Es war sehr uninteressant. Es war über Kirchen, glaube ich, von meiner Mutter. Sorry nochmal, aber ich habe es bisher noch nicht aufgemacht, leider. Okay. Gerade zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Nee, das war vor 2 Jahren zum Geburtstag, glaube ich. Es war wohl ein Bestseller, aber... Nicht für dich. Nina? Eine Spielerweiterung für ein Spiel, was ich noch nie mochte. Von wem hast du das bekommen? Von meinen Eltern. Alles klar, an dieser Stelle senden wir ganz liebe Grüße an die Eltern der beiden raus. Euer bester Witz? Habe ich jetzt gerade leider gar keinen. Ich auch nicht. Nee, leider nicht. Dann habe ich einen für euch. Wie nennt man ausgehungerte Frösche? Kennt ihr schon? Magerquark ist richtig. Dann haben wir, ganz wichtig auch für die anderen FSJler, weil wir immer nicht wissen, was macht man nach dem Abitur, nach der Schule, welche Option hat man, was will ich eigentlich werden, wenn ich so lange arbeiten muss, eure Zukunftspläne, jetzt direkt nach dem FSJ. Ich starte wahrscheinlich nächstes Wintersemester dann mit dem Studium in Berlin. Und was studierst du? Ich habe mich beworben für Wirtschaftsingenieurwesen, mal gucken, ob es klappt. Okay, ich drücke die Daumen. Nina? Ich habe auch vor zu studieren und zwar International Management. Wo weiß ich noch nicht genau, aber ich werde mich an verschiedenen Unis bewerben. Dafür dann auch viel Erfolg schon mal. Und weil wir das natürlich immer fragen und die Leute das natürlich auch brennend interessiert, Celebrity Crush. Sam Claflin. Das ist ein Schauspieler. Ja, ja, ja. Gute Wahl. Alex? Paulina Rudzinski. Finde ich auch gut. Ja, Leute, das war's auch schon. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und neben euren Aufgaben das noch so reingeschoben habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und wenn ihr Bock habt, ein FSJ bei uns zu machen, bei den Hamburg Towers, dann bewerbt euch einfach. In dieser Stelle blenden wir die Adresse ein. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und wünschen euch noch eine schöne Zeit in der Schule, denn bald holt euch der Ernst des Lebens. Vielen Dank, Mädels und Jungs. Ich habe jetzt Olli bei mir. Olli organisiert das Ganze mit dem FSJ und sorgt dafür, dass ihr auch besonders viele und schöne Aufgaben habt. Olli, was muss der Interessent denn jetzt machen, um sich bei uns zu bewerben? Also vor allem müsst ihr erstmal eine Bewerbung schreiben, anschreiben, Lebenslauf, gerne auch nochmal der Grund, warum ihr das gerne bei uns, bei den Hamburg Towers machen wollt. Es ist natürlich immer sinnvoll, euch auch vorher zu informieren, also was passiert bei den Towers, Sport ohne Grenzen ist ein wichtiger Teil der Towers, also sich die ganze Geschichte auch mal anzuschauen und natürlich auch Lust haben, mit Kindern zu arbeiten. Und was für Aufgaben kommen dann auf die FSJler ungefähr zu? Ja, sind ganz vielschichtig. Also wer das im Grund wissen will, der kann natürlich auch immer gerne bei uns anrufen. Nina und Alex sind ja gerade die beiden FSJler, die bei uns das FSJ machen. Die stehen natürlich immer mit Rat und Tat zur Verfügung. Grundsätzlich geht es natürlich auch darum, mit Kindern Sport zu machen, also Basketball-AGs, Basketball-Trainertätigkeiten, aber auch im organisatorischen Bereich, also den JBBL-Spieltag organisieren, da mit dabei zu sein, aber auch mal bei den Profis auszuhelfen. Als Spieler? Natürlich als Spieler.
Okay. Wir wissen, wie sie sich bewerben müssen und wir wissen, was so ungefähr auf sie zukommt. Aber was ist denn das Wichtige für uns als Towers? Warum brauchen wir FSJler? Ja, wir brauchen natürlich auch immer Unterstützung. Also wir wollen ja gleichzeitig auch was vermitteln und haben da, denke ich, auch relativ viel zu bieten, brauchen aber auch immer Unterstützung bei den Jugendteams, bei den Schulprojekten, die wir machen und natürlich auch bei allen anderen Tätigkeiten, damit wir weiter so erfolgreich arbeiten können. Dann danke ich dir, Olli. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Olli regelt das. Thank you.